Ein Medizinstudent an der Universität von Zürich forderte nach 2 unzureichenden Noten eine Überprüfung. Das ist jetzt teuer. 14 ein Medizinstudent an der Universität Zürich vergeblich zu einer Überprüfung, nachdem er 2 unzureichende Noten erhalten hat. An der Universität von Zürich registrieren sich Hunderte von Studenten jährlich mit demselben Ziel, um medizinische Studien zu überleben. Der Traum wird jedoch nicht für jeden wahr. Im Januar und Juli 2021 musste die Studentin ihre Fähigkeiten bei den ersten beiden SUB, Exams, beweisen, Notiz. Aber die Frau blieb hartnäckig, sie hob den Rückgriff auf. Ihre Argumentation, sie war in der Mittelohrohrentzündung und Angst. Aus diesem Grund wollte sie die Prüfung zum dritten Mal schreiben. Aber das Dekanienbüro der Fakultät ließ es ebenso wie die Rückgriffskommission der Zürich, Universitäten und das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich blitzten. Jetzt muss der Schüler gehen, der Kampf wurde noch nicht verloren, zusammen mit einem Anwalt, der sich auf das Prüfungsrecht spezialisiert hat, reicht der Student eine Beschwerde gegen die Universität Zürich ein. Bevor das oberste Gerichtshof des Bundes den Zugriff auf die Akten und eine dritte Prüfung beantragte. Der oberste Gerichtshof des Bundes sah in seiner Beschwerde keinen ausreichenden Grund und lehnt sie ab. Sie machte ihre mutmaßliche Mittelohrentzündung nicht in der Lage zu untersuchen, da die Prüfungen Monate voneinander entfernt waren. Zusätzlich sollte ihre Angst vor Prüfungen nicht nachgewiesen werden. Das Debakel ist jetzt für den Medizinstudenten teuer, sie kann die hohen Rechtskosten und die Gerichtskosten von 800 Schweizer Franken abdecken.